Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Das war eine ganz erstaunliche, überraschende Wendung in der letzten Folge. Wilbur und Ivo haben es geschafft, das Artefakt zu bergen, sind dann endlich aus dem Magen der Bestie entkommen. Und was passiert? Dieser Depp hier, der Nate, der hat den Kröterich und seinen Troll freigelassen. So, dann gab's ein Handgemenge, in dessen Verlauf ein Riss geöffnet wurde, der Wilbur und Nate in unbekannte Lande entführt hat. Der gute Wilbur ist kurzerhand entführt worden, in eine Falle getappt und Nate landete nun bei Zombies. Genau, der Nate ist jetzt bei Zombies und jetzt denke ich, jetzt gucken wir uns hier erstmal hier in diesem Mausoleum um und betrachten doch gleich mal den Sarg. Ja. Ein steinerner Sarkophag mit dem Abbild eines Ritters. Mhm. Vielleicht der Ex-Geliebte der Ex-Lebenden, die davor herumheult. Ah ja, das könnte natürlich sein. Hast du noch was zu sagen? Steinerner Sarkophag mit dem Abbild eines Ritters. Nein, gut, okay. Dann lass uns weiterschauen, was wir hier noch haben. Eine Urne. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Ja, das werden wir. Hier ein doppelköpfiger Adler. Mhm. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in Orange-Blau und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Mir auch nicht wirklich, aber möglicherweise sind das wieder irgendwelche versteckten Hinweise auf ich weiß nicht was. Ihr werdet's wissen, schreibt's mir in die Kommentare. Jetzt guckst du nochmal. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Ja, das glaube ich auch. Definitiv. Und nochmal gucken. Einige staubbedeckte Urnen. Hier ein Okay. So, im Inventar habe ich nichts, also kann ich erstmal nichts machen mit den Urnen. Was haben wir denn hier sonst noch? Das ist der Sarkophag. Dann können wir uns im vorderen Teil der... Oh, was war das? Das ist der Sarkophag. Und was liegt da? Betrachte Tränenpfütze. Oh, Tränenpfütze. In der Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Ach ja, das stimmt, die Arme, die holt sich da wirklich die Seele aus dem Leib. Wobei, die Frage ist, sie ist ja auch ein Zombie, vermute ich einfach mal. Und insofern ist die Frage, ob sich ein Zombie die Seele aus dem Leib weinen kann. Das weiß ich gar nicht, ich vermute mal eher nicht. Aber sie ist schon herzerweichend, definitiv. Wir werden sie auch gleich ansprechen. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Haben wir noch irgendwas übersehen? Da ist noch eine Gruft. Ach, der vordere Teil. Die Urnen. Die Tränenpfütze. Nochmal den Sarkophag betrachten. Steinerner Sarkophag. Nein. Mit dem Ab... Gut, vorderen Teil der Gruft. Dann unterhalten wir uns jetzt erstmal mit der Dame. Oh mein Gott. Okay. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Nate, du bist wirklich gefühllos. Ach Gott. Das arme Mädchen. Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual, diese Schmerzen. So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Irgendwie ist die ja nett geschmückt. Guckt mal, was sie da hat. Ich weiß gar nicht, was sind das für Seerosen oder sowas, vermute ich mal, ne? Dann fragen wir doch mal, ob du einen Badeunfall hattest. Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das und Nate. War kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Hat fast geklappt. Na, na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Das ist eine Tatsache. Ich lasse mich nicht veralbern. Gut so. Es liege mir fern. Ach, was? Ihr Männer seid so unsensibel. Nur... Er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh! Oh, tut mir leid, ich weiß, man sollte ja über das Unglück anderer nicht lachen, aber in dem Zusammenhang... Oh Mann, Mädchen, okay, und wer ist er? Wer ist er? Mhm. Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, ja. Und dann? Fort! Er ist fort! Und deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich,
als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Stunden später. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Das glaube ich auch. Er wird zurückkehren. Nein, Süße, sicherlich und nicht. Wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Wird auch nicht mehr lange dauern. Ja, nee. Ich weiß. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Gut. Rede mit der verschmähten Jungfrau. Nein, wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich lieber hier im Trocknen. Gut, okay. Jetzt ist die Frage, können wir irgendwas mit dieser Tränenpfütze machen? In der Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Haben wir sonst noch was? Darin liegt einer der Vorfahren. Vielleicht waren sie deswegen so viel. Das war's hier schon so ziemlich, ne? Ich finde nichts mehr. Hier ist die Urne. Vorderer Teil. Ach, betrachte das Kleidungsstück. Ach, da hängt ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Okay, dann nimm das mal. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Doch, da hängt bestimmt jemand dran, aber der zerfällt, wenn du ziehst. Genau, Nate. Kannst du also ruhig machen, so. Jetzt haben wir also einen Lederfetzen. Können wir mit dem was machen? Müssen wir denn dieses Wasser aufnehmen? Diese Tränenflüssigkeit? Also damit kann ich nichts machen. Dann gucken wir uns das jetzt vielleicht mal an. Ein Fetzen Leder. Kleiner als meine Handfläche. Mhm. Also nicht ein besonders groß. Leder. Gut. Betrachte den Sarkophag. Ja, hier hat's sonst nichts mehr. Was machen wir denn mit den Urnen? Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Naja, egal. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch, betritt den vorderen Teil der Gruft. Dann werden wir uns mal mit den Zombies unterhalten. Die Zombies, die wollen sich ja mit den Menschen gut stellen. So, guckt euch die an. Ich finde die unglaublich. Was treibst du da eigentlich? So. Da haben wir ein Töpfchen. Dann gucken wir uns mal das Töpfchen an. Wir gucken uns erst um. Oh, was macht er mit seinem Kopf? Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Ja, nimm's mal mit, wenn du es kannst. Genau, dann gucken wir uns das an. Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Gut, kann ich das irgendwie auseinandernehmen? Nein. Ein Topf mit... Gut, kann ich nicht. Dann schauen wir mal weiter, was wir hier so alles finden. Da geht's wieder zurück in den hinteren Teil der Gruft. Das ist eine Szenerie, guckt euch das an. Da, Kerzenwachs, betrachte die Tropfen der Kerze. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre, schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Ja, schau diese mal. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Okay. Sonst noch was? Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Nein. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen. Können wir damit was machen? Guck mal her, nimm mal den... Nein. Gut, okay. So, dann weiterschauen. Was haben wir hier sonst noch? Allerlei Werkzeug. Was, da war doch was. Betrachte den Faden. Komm, nehmen wir mit. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Okay, das nehmen wir jetzt mit. Nimm den Faden. Reißfester Faden. Gut, kann ich noch nichts mitmachen. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem... Okay, sonst hast du nichts dazu zu sagen? Betrachte das mechanische Monstrum. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Anscheinend ist Zombie-Körper... Okay. Das mechanische Monstrum. Hinterer Teil. Betrachte das Grab. Dann betrachten wir das Grab. Was der mit seinem Kopf macht. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Ja, ich weiß es auch nicht. Betrachte es trotzdem nochmal. Außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Okay,
Auf Verdacht, ja, das ist so die Frage. Das ist der Anführer der Untoten, das ist Gulliver, der hat sich uns ja schon in der letzten Folge vorgestellt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Ah, gelbe Farbe, dann nehmen wir die auch noch mit, sofern wir sie mitnehmen können. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Das macht nichts, nimm es trotzdem mit. Na, er weiß, zu was wir es brauchen können. Die Tube brauche ich nicht mehr. Hast du bloß die Farbe genommen? Ein Klecks gelber Farbe. Riecht ziemlich beißend. Was mache ich denn jetzt mit gelber Farbe? Zumindest nicht kombinieren. Egal. So, dann haben wir die Farbe. Da haben wir das Monstrum. Hier die Kerze. Da dieses Grab. Und jetzt sprechen wir mal mit dem Anführer der Untoten. Hey, Chef! Mhm. Ah, der Lebende! Ja, schau mal an! Ich muss weiter. Wiedersehen. Halt! Was machst du denn? Nix, wir wollen reden. Denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Ja. Streng riechende, tote Freunde. Ja, und ihr seid sehr abwechslungsreich, finde ich, ne? Eine Wasserleiche, einen, ich weiß auch nicht, einen Hofnarren, der am Pranger stand und dann offensichtlich durchbohrt wurde. Und einen Gulliver, der ständig seinen Kopf abnimmt. Egal, wir reden jetzt nochmal mit Chef. Dem Anführer. Ah, der Lebende. Mhm. So, jetzt, wie viele Zombies gehören zu deinem Komitee, mein Freund? Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Ah ja, aber euch die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Ah. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Und wir hoffen ja auch sehr, dass wir lebendig bleiben. So, und jetzt genau, warum steckst du in diesem Büßerbalken? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das? Nein, nein, nichts dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Ah ja, was hast du gemacht? Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Ja. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Oh, Jesus. Gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Das kannst du mal gerade vergessen. Oder aufs Klo zu gehen. Ja, genau. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Naja, vielleicht können wir was weiter. Für dich tun. Wiedersehen. Vielleicht können wir was für ihn tun. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja, die Frage ist jetzt für mich, die sich mir gestellt hat, ist, ob denn Untote überhaupt noch auf die Toilette müssen. Irgendwie glaube ich eher nicht. Nate, was sagst du dazu? Nix. Nate schweigt, der ist auch nicht besonders helle. Finde ich zumindest. So, okay. Dann sprechen wir jetzt mit Gulliver. Ah, der Lebende. Ja, hallo. Genau. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Und wessen Körper ist es? Wessen Körper ist das denn? Esthers. Esthers? Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper.
Ihr hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Meine Fresse, echt. Sehe ich's auch, er hat Brüstchen, na klar. Na, insofern wundert's nicht, dass es Esther ist. So, und wo hast du den Körper aufgegabelt? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Du und Esthers Körper. Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Nee. Ja, er ist groß. Groß, aber nicht artig. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Oh, was fehlt? Ich sag dir eins. Frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Genau, die Wasserleiche. Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich. Die junge Dame hat großen Kummer. Mhm. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen. Hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Ja, genau. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Ach was. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Okay, so. Noch irgendwas anderes? Ich lasse Sie lieber weiterarbeiten. Sie haben noch einiges vor sich. So, was ist jetzt zu tun? Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Was ist jetzt zu tun? Jetzt versuchen wir doch mal hier irgendwie... Gelbe Farbe, mit können wir nichts werden. Mit dem Faden auch nicht. Ich guck gleich nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Können wir denn da raus? Wir können auch da raus. Verlasse die Gruft. Okay, mal gucken, ob wir was übersehen. Das ist das Grab. Ja, nee. Okay, also gehen wir mal raus. Muss ich denen jetzt helfen, den Paladin finden, den Körper finden? Ah. Schau mal einer an. Betrachte den Paladin. Gut. Betrachte den Kopf auf der Lanze. Betrachte die roten Steine. Dieser Kopf blinzelt. Das ist der Kopf kleine von... rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Naja, also da hinten ist ein Tipi. Betritt das Tipi. Kannst du die nehmen? Rötliche Erde, rote kleine Steinchen. Rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten... Okay. Pilze? Also wir gucken uns einfach alles erstmal an. Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Ich denke, dass wir den drei helfen müssen, um irgendwie weiterzukommen. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Egal, nimm sie mal mit. Und? Einige kleine... Gut, sagt sonst nichts dazu. Betritt die Gruft. Was haben wir hier noch? Ein Stuhl. Dieser Paladin. Ah, Reisetruhe. Reisetruhe finde ich immer gut. Mal gucken, ob er meckert. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Ja, ich glaube. Ah, öffne mal. Sieht gerade nicht her. Mach, wenn er nicht hinguckt. Und, ist was drin, was wir brauchen können? Was ist das? Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. Ja? In den wilden Landen. Ah ja, gut. Gut, also dann nimm das Ding. Oh, kann man es jetzt nochmal... Wir machen es nochmal. Mehr Interessantes war nicht drin. Okay, gut. Nicht, dass ich Pompons interessant finden würde. Also gut. Feuchter Boden. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Der Paladin spuckt immer wieder... Stück Papier. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Kannst du es nehmen? Nimm die Landkarte. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Guck mal her, Landkarte. Ach du Schande, was gibt's hier denn alles? Hier sind wir.
Das sind alles Gebiete, in die wir noch müssen. Das Tipi haben wir da vorne schon gesehen. Okay, naja, gut. Ortlage. Oh Mann, da gibt es eine Menge zu entdecken. So, jetzt gucken wir uns mal den Kopf an. Das ist bestimmt Esthers Kopf, oder? Hallo Esther. Hi, hi. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Offensichtlich nicht viel. Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich. Hallo. Was? Was? Habe ich irgendwo eine Spinne? Nein. Nein. Zum Glück. Diese Krabbelfiecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knabbern? Nee, will ich auch gar nicht wissen. Das kann ich nicht behaupten. Ich gebe dir einen Tipp. Ist nicht schön. Dachte ich mir schon. Ach. Doofer Paladin schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey! Kein Herumgetuschel da! Lass den Kopf in Frieden! Lass den Kopf in Frieden! Lass den Kopf in Frieden! Ah, rede mit Esthers Kopf. Wir reden jetzt nochmal mit Esther. Bist du Esther? Ich habe deinen Körper kennengelernt. Ihm geht es gut, also bis auf die Sache mit dem fehlenden Kopf. Grüß ihn schön von mir. Ich vermisse ihn. Ich Ah, würde ihm ja nee. schreiben, aber. Psst. Ruhe da. Ja, ist ja gut, Oh. Paladin. Gut, dann reden wir jetzt mit. Betrachte den Paladin. Betrachte ihn, also betrachten Ein wir Mann in ihn. einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ja, genau. Ach, was willst du? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Ach ja. Sicher. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel, nun ja. Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Genau. Das war mir neu. Also, wer modern Das sein heißt, dass will? mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Jetzt wisst ihr's. Wer es mag, Freak. Ne? Ist nicht dein Ding, Nate. Das wundert mich nicht, ne? Wieso steckt der Kopf auf der Lanze? Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Das Ich stimmt. meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Pah! Zombies! Pah. Oh. Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Ja, genau. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Pah, lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Der rauchende Büffel ist der da hinten in dem Tipi wahrscheinlich. Okay, wir fragen da jetzt noch mal. Vielleicht sagt er uns, was wir tun Wegen müssen. deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie Ja, genau. und mich etwas an. Gut, dann muss ich Ich muss weiter. los. Männerkram machen. Männerkram machen, ja. Ah. Köstlich. Halt's nicht aus. Nater, dass du damit nichts anfangen kannst, ist mir völlig klar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Ja. Können wir denn
Schmiere Kleber auf den Lederfetzen. Dann machen wir das mal. Ich schmiere mit dem Holzspan etwas Kleber aufs Leder. Okay. Was können wir jetzt damit machen? Spucke fangen? Nein. Gut, dann... genau, das wollen wir noch angucken. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. Karte. In den wilden Landen. Pilze. Im Krieg. Pilze. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Jetzt haben wir eine Menge schon wieder in unserem Inventar. Können wir denn hier irgendwas... Ah, binde den Pompon an den Faden. Dann machen wir das mal, dann wird es schon weniger. In Ordnung, damit habe ich einen Pompon an einer Schnur. Gut, kann ich es dir geben? Nein. Komm. Na, komm schon. Das müsste ihm ja gefallen. Nee. Gut, dann gucken wir mal weiter, ob wir hier noch was kombinieren können. Mische die Farbe. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Also muss ich es rot flüssig kriegen. Gut, gut zu wissen, weiße Pilze. Male die Pilze Warum gelb soll an. Ich Pilze anmalen? Ich habe keine Ahnung, mach einfach mal. Nee, mach doch nicht. Gut, das ist die Karte. Kann ich vielleicht den Pompon gelb anmalen? Gelbe Farbe. Nein. Gut, okay. Ich denke, dass wir für heute auch Schluss machen. Warte mal, haben wir auch wirklich alles? Wir haben wirklich alles. Okay, dann schlage ich vor, dass wir heute für heute Schluss machen. Und das nächste Mal gehen wir hier ins Tipi. Da scheint es einen Häuptling zu geben, der geheime Rituale durchführt. So zumindest habe ich das mal gedeutet. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!